Ich bin gefragt worden, ob ich noch mal ein paar grundlegende Sachen zum MODX erzähle. Also für Leute, die sich nicht so mit den Workstations und im Besonderen jetzt mit den Yamaha Workstations auskennen. Was ist eine Szene? Was ist ein Element? Was ist ein Programm, eine Performance? Was ist das Live-Set? Und wie hängen die alle miteinander zusammen? Und genau, da würde ich jetzt einfach drauf eingehen. Viel Spaß dabei. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wäre es auch super, wenn ihr einmal unten auf das Liken klicken würdet. Also fangen wir einfach mal an. Der Yamaha MODX und der Montage, auch der erste, sind das erste Gerät von Yamaha, wo es nicht mehr den üblichen Aufbau, Programm und Performance gibt. Für die, die nicht wissen, warum das üblich ist, das hat man früher so gemacht. Da kehren jetzt gerade alle von ab, und zwar ist ein Programm ein einzelner Sound. Also sei es beispielsweise ein Klavier, eine Orgel, ein Streicher oder sonst was. Das erstmal in erster Instanz. Da kann man auch ein bisschen rumbasteln, aber da kommen wir vielleicht später mal drauf. Also das ist ein Programm. Eine Performance oder Combination, das ist grundsätzlich das Gleiche gewesen. Heißt, dass man mehrere einzelne Programme zusammenbaut. Ich klicke jetzt mal hier in eine Performance rein. Früher gab es also hier einzelne Programme und die wurden dann in einer Performance zusammengepackt zwischen 4 und 16 Sounds, je nachdem, welches Gerät man da benutzt, in unterschiedlicher Art und Weise. Beim Yamaha MODX gibt es diese Einzelprogramme offiziell nicht mehr. Wenn man da einen Einzelsound haben will, also hier nur wirklich ein, dann ist er auch in einer Performance gespeichert und deswegen gibt es nur einen Mode mit den Vorteilen und Nachteilen, die das mit sich bringt, die habe ich schon mal in anderen Videos erklärt. So, wir gehen jetzt einmal hier auf ein Programm, das heißt auch immer noch Programm oder Timbre bei Yamaha. Also wir haben hier 8 Timbres, ein Timbre, wenn wir da mal reingehen auf Editieren, sehen wir hier unten 8 Elemente. Das ist beim Urmontage genauso. Der neue Montage M, der hat da 128 Elemente. Was bedeutet das? Also dieser Part, das Timbre oder das Programm, besteht aus insgesamt 8 Einzelsamples. Ihr seht jetzt hier, Element 1 hat das CF3, Stretch, Switch. Sustain nehme ich mal an. Oder weiß ich gar nicht, was ist T-Sample. Und wenn wir jetzt hier durchklicken, haben wir insgesamt 8 unterschiedliche Samples. Dann können wir hinten noch einmal auf All klicken und dann sehen wir, wie viele Samples da drin sind. Und was macht man damit? Da teilt man auf in unterschiedliche Notenbereiche beispielsweise. Das heißt, dass ich also für den Bereich von C-2 bis B1 ein Sample habe und hier dann ein anderes Sample. Dort kann man dann für jedes Sample hier unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Das heißt, der Sound wird natürlicher und bietet mehr Möglichkeiten. Das war früher auch nicht so, dass man dort 8 Elemente benutzen konnte. Das ist auch nicht bei jedem Gerät so. Beim Roland Phantom zum Beispiel kann man dort nur 4 nehmen. Da heißt es auch nicht Elemente, da heißt es Partial. Also ich habe hier die Möglichkeit, auf Elementebene schon ganz viel zu tun. Aus bis zu 8 Elementen oder beim neuen Montage M128 Elementen wird dann ein so ein Part. Dann kann ich beim MODX 8 Parts zu einer Performance zusammenfügen. 8, die ich von der internen Tastatur aus hier spielen kann, das ist dieser grüne Button. Wenn ich hier über View wechsle, sehe ich, dass ich hier insgesamt 16 Parts habe und die Parts 9 bis 16, die kann ich noch über ein externes Gerät ansteuern oder auch über einen MIDI-Trick, den ich hier oben jetzt verlinke in einer Ecke. Ich weiß wieder nicht, was da in der Ecke verlinke ich den. Ich hoffe jetzt, das war richtig. Und zeige euch, wie man auch zur Not alle 16 Parts verwendet. So, damit habe ich eine Performance erstellt. Dann gibt es noch die Setliste, in der wir uns vorhin befunden haben. Die Setliste ist nichts anderes als eine Favoritenliste. Das heißt, in der Setliste stehen Performances drin. Also ich wähle, ich gehe jetzt mal hier in was Leeres rein. Ich wähle jetzt hier, klick mal drauf. Dort wird jetzt Dein ist mein ganzes Herz eingefügt. Wenn ich jetzt hier unten auf Performance klicke, kann ich jede Performance auswählen, die ich habe. Das heißt, ich kann in einer Setlist meine Performances neu sortieren. Und zwar in jeder beliebigen Anordnung, egal wie die Performance sortiert sind. Das heißt, ich kann mit 10 gleichen Performance auch 5 oder 6 unterschiedliche Setlisten machen, weil ich die Reihenfolgen dort anders gestalten kann. Das ist deutlich einfacher, als wenn ich das hier über die Performance mache, als wenn ich die sortieren würde. Bei einigen Geräten kann man im Live-Set dann oder in der Setliste, wie man es auch nennt, noch einige viele Sachen machen. Das geht jetzt hier bei Yamaha leider nicht. Bei Yamaha kann man nur
die Farbe ändern, den Namen ändern und die Lautstärke ändern. Wie das beim Montage MS weiß ich gerade nicht. Beim Core Chronos kann man zum Beispiel auch noch transponieren. Das heißt, ich könnte einen Song in vier unterschiedlichen Transposen benutzen, in unterschiedlichen Setlists oder auch in der gleiche, was natürlich nicht sehr viel Sinn macht. Aber ich brauche dafür die Performance nicht ändern. Das heißt, das ist wirklich so eine, ja, so eine Zusammenfassung oder eigene Liste aus den Performances, die ich habe. Ja, das ist der grundlegende Aufbau von Element, Part, Performance und Setliste. Dann gibt es noch was, das nennt sich Szene. Die vier Tasten auf der linken Seite unter den Federn. Und dafür würde ich euch auch noch mal oben ein Video verlinken. Hier oben, Szenen. Denn mit den Szenen kann man ganz, ganz viele Sachen einstellen. Also eine Szene ist oder bietet die Möglichkeit, eine Performance in bestimmten Dingen, das können wir uns eigentlich auch mal eben angucken, aber zu weit, in bestimmten Dingen zu ändern. Also ich kann, wir gehen der Reihe nach, also wie ich das schon mal gezeigt habe, ich kann beim Arpeggio was verändern, beim Motion Sequencer verändern, zu dem ich auch noch mal was sage, bin ich auch gefragt worden, habe ich mich bisher vorgedrückt, wenn ich ehrlich bin. Den Supernob kann man verändern, den Link kann man verändern, hier Mixing kann man verändern, Keyboard Control kann man verändern, AEG, Arp und den zweiten Arp. Das sind alles Dinge, mit denen ich eine Performance verändern kann. Ich kann, also viel genutzt wird es zum Beispiel, um Lautstärken innerhalb einer Performance zu verschieben zwischen Strophe, Refrain und Intro oder aber auch um komplette Sounds auszuschalten, dass man dort keine zwei Performance braucht. Jetzt gucken wir eben weiter, ob ich irgendwo sowas habe. Direkt. Genau, hier mache ich das zum Beispiel. Hier kann ich, seht ihr, jetzt über die Szene wechseln. Das heißt, ich schalte die ersten 7 Tempos aus und schalte das 8. an und kann es damit benutzen. Das macht eine Szene. Also das ist kein Hexenwerk, sondern die Szene speichert eigentlich nochmal diese Einstellung, die ich euch gerade gezeigt habe, einfach separat ab, ohne dass man eine neue Performance speichern muss. So kann man tatsächlich sehr, sehr viele Speicherplätze sparen. Man könnte sich jetzt auch eine Standard-Performance anlegen, wo man hier Piano, Streicher, Pad, Synth, was ich nicht zusammenlegt, Orgel noch. Und dann kann man über die Szenen auch einfach hin und her schalten, dass man in einer Performance erstmal so ein Jam-Set up hat. Das habe ich für den Core Chronos auch mal gezeigt, wie man das macht. Mit den Karma-Szenen, da gibt es etwas Ähnliches. Ja, ich hoffe, ich konnte einigen von euch helfen oder ihr habt ein bisschen mehr verstanden. Wenn ihr spezielle Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei mir.